Sila Sahin ist schwanger und verlässt Deutschland. München. Wir hatten es schon eine Weile versucht, aber es hat nicht geklappt, verrät die 32-Jährige der Bunte in einem Interview. Deshalb habe sie ihre jetzige Schwangerschaft zunächst völlig aus der Spur gebracht. Zudem erzählte Sahin, dass sie von Ängsten geplagt war, weil sie 2016 eine Fehlgeburt im dritten Monat hatte. Diesmal war ich jede Woche beim Arzt, um zu checken, ob alles okay ist. Zu meinen Jobs fliegen kann ich von überall. Weil ihr Mann, der Fußballprofi Samuel Sahin Radlinge, 25, von Hannover 96 an den norwegischen Klub SK Brandbergen ausgeliehen ist, zieht Sahin nun zu ihm in den hohen Norden. Dort soll auch im Juli unser Baby zur Welt kommen, sagte der Torwart zur Bunte. Dass der Umzug einen Karriereknick in ihrer Schauspielerei bedeuten könne, glaubt Sila Sahin aber nicht. Zu meinen Jobs fliegen kann ich von überall. Samuel Sahin Radlingers Vertrag in Bergen läuft bis Ende des Jahres. Er wisse noch nicht, wohin es ihn dann verschlage. Ich werde natürlich mit unserem Baby mitkommen, egal wohin, erklärte Sahin. Das Paar hatte 2016 geheiratet. Zuvor war Sahin mit Nationalspieler İlkay Gündoğan liiert. Bekannt wurde Sila Sahin mit ihrer Hauptrolle in der RTL-Soap Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Zudem spielte sie in mehreren Serien mit, unter anderem in Alarm für Cobra 11 und in Notruf Hafenkante. 2013 tanzte sie zudem bei Ladies Tanze mit und belegte mit ihrem Tanzpartner Christian Poulenc den zweiten Platz.